Willkommen bei Hallo Schuster und heute kümmern wir uns mal um das Thema BGR 191 beziehungsweise die Nachfolgenorm heißt ja DGUV 112-191. Ja, in Deutschland haben wir das ja immer mit diesen ganzen wunderbaren Normen, aber das hat auch viele Vorteile, denn in diesem Fall ist das so, dass wir eine Einlage haben, die denjenigen, die auf der Arbeit gehen und stehen müssen, wirklich viele Vorteile verschafft. Und zwar ist das diese Einlage für Sicherheitsschuhe. Als erstes müssen wir mal die Frage beantworten, warum überhaupt Einlagen für Sicherheitsschuhe? Das hat folgende Bewandtnis. Ich habe hier jetzt einen Sicherheitsschuh von der Firma Adidas in diesem Fall. Und die Firma Adidas stellt ganz wunderbare Sicherheitsschuhe her. Und dieser hier ist sogar mit einer Überkappe. Das heißt also, man kann auch mal auf den Knien arbeiten und macht sich nicht gleich den Schuh kaputt. Aber wenn man das Innenleben dieses Schuhs herausnimmt, das normale Innenleben dieses Schuhs und packt seine private Einlage hinein, dann erlischt die Zertifizierung, die hier in der Lasche drin steht. Und diese Zertifizierung ist nämlich wichtig, weil die dokumentiert, dass dieser Schuh antistatisch ist. Das heißt also, die Ladungen, die auf dem Körper durch Bewegung entstehen, werden durch den Schuh in den Boden abgeführt und geerdet. Und das zweite ist, dass die Bauhöhe der Kappe hier vorne, auch nachdem eine halbe Tonne Gewicht hier raufgeschmissen wurde, trotzdem noch ausreicht, damit der Zeh nicht amputiert wird von der Schuhkappe. So, und diese beiden Dinge in der Hauptsache werden durch die Sicherheitsschuheinlagen sichergestellt. Die normale private Einlage, die man von der Krankenkasse bekommt, die man dann einfach aus den Sonntagsschuhen in den Montagsarbeitssicherheitsschuh reinpackt. Diese Einlage hat nämlich diese Zertifizierung nicht. Deswegen verwenden wir für Sicherheitsschuhe spezielle Systeme, die sicherstellen, dass also die Leitung der Oberflächenspannung vom Körper in den Boden sichergestellt wird und dass die Resthöhe einer Kappe, nachdem eine halbe Tonne raufgeflogen ist, vorhanden ist. Das machen wir zum Beispiel mit so einer Einlage, die kaufen wir von einem Vorlieferanten. Normalerweise produzieren wir alle Einlagen bei uns im Hause selbst. Aber diese spezielle Sorte, diese zertifizierte Sorte, lassen wir uns vorfertigen, weil der Hersteller dieser Rohlinge garantiert uns, dass die Normen für alle Sicherheitsschuhe eingehalten werden. Und wenn man sich diese Einlage mal anguckt, die hat also wirklich auch viele Vorteile. Der besondere Vorteil ist aber, wir haben hier eine Baumusterprüfung und Prüfergebnis Qualitätskontrolle, das ist also alles dokumentiert und damit haben wir auch eine Sicherheit. Es ist nämlich von diesem Lieferanten auch eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen worden, in Höhe von 2 Millionen Euro, die sicherstellt, dass die Schuhe, die mit solcher Einlage versehen worden sind, im Schadensfalle bis 2 Millionen Euro versichert sind. Ich kann mir im umgekehrten Schluss aber vorstellen, dass die Einlagen so dermaßen durchgetestet sind. Das kann man nämlich mit den Einlagen machen, lässt sich wunderbar durchmessen, Spannungen und ähnliches, dass das eigentlich gar nicht zu diesem Sicherheitsfall kommen kann. Aber für den Fall der Fälle hat man, ne? Das ist so wie die Reiseauslandsversicherung, die man wahrscheinlich nie braucht, aber trotzdem bezahlt. So, das zu den Sicherheitsschuheinlagen. Nochmal ein Wort zu den Spannungen auf der Oberfläche. Aus der Zeit, in der Polyester gerade sehr beliebt wurde, wird das jeder noch kennen. Man hat irgendwo etwas angefasst und pst, kriegte man einen gefeuert. Das ist der Moment, wo brennende oder explosive Flüssigkeiten, Stäube und ähnliche Sachen Funken fangen und explosiv oder flammend aufbrennen und da möchte man nicht im Mittelpunkt der Dinge stehen. Das verhindern diese Einlagen vernünftig und vor allen Dingen die Ladungen werden vom Körper abgeführt. Das heißt also, man fasst nicht irgendwo ein Gerät an und kriegt eine geblitzelt, sondern dadurch, dass man die ganze Zeit immer mit einem Bein logischerweise auf dem Boden ist, auch beim Gehen, wird stetig die Ladung, die am Körper entstanden ist, abgeführt. Heutzutage haben wir ja ganz andere Materialien, wo das viel weniger der Fall ist. Trotzdem, Sicherheit ist das Wichtigste, weil
Man hat ja schon die berühmten Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist der Zweck einer Sicherheitsschuheinlage in einem Sicherheitsschuh. Und Kostenträger ist für diese Einlage entweder der Arbeitgeber oder es ist die Rentenversicherung. Aus einem ganz merkwürdigen, besonderen Grund, weil jemand, der keine Einlage bekommt, wird irgendwann mal Rentenfall, weil der wird ausgesteuert und deswegen ist die Rentenversicherung, bevor es dazu kommt, der Kostenträger. Wenn ihr das Dokument braucht, mit dem man das beantragen kann bei der Rente und mit dem man zum Arzt gehen kann, damit der erstmal das alles ausfüllt, dass man so eine Einlage braucht, das findet ihr bei uns auf der Homepage. Ganz unten in dem untersten Bereich, dort ist BGR 191. Dokumentensammlung, das könnt ihr euch komplett einmal ausdrucken. Das sind viele Seiten, ganz viel davon, weil es sich bei der Rentenversicherung um ein Formular handelt für alle möglichen Gegebenheiten, sind da ganz viele Dinge drauf abgefragt, die ihr nicht ausfüllen müsst. Haben wir auch gleich für euch gestrichen, weil man das nicht braucht. Aber die, wo ein X ist, da müsst ihr dann was hinschreiben, was euch betrifft. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.